Ja, liebe Leute, ich stehe hier auf der Münsterstraße, mitten in einer Baustellenzufahrt sozusagen. Hinter mir, die Osterstraße ist gesperrt und das sorgt für reichlich Verwirrung. Die Anwohner bzw. einige Geschäftsleute sind ziemlich stinkig. Sie fragen sich, warum gerade jetzt, wo wir endlich wieder öffnen dürfen, hier so eine große Baustelle gebaut wurde, aber eben auch, dass sie relativ spät, nämlich erst 2 Tage vorher, darüber informiert wurden. Die Baustelle sorgt dafür, dass hier der ganze Verkehr umgeleitet wird. Wir zeigen euch gleich mal, wo es lang geht, damit ihr wisst, wie es dann vom Osten her doch noch in die Innenstadt geht und vor allen Dingen, ganz wichtig, wie es wieder rausgeht. Das zeigen wir euch jetzt mal. Ja, wir stehen jetzt hier im Bereich der Wesemannstraße hinter mir. Da kann man jetzt reinfahren, wenn man von Osten kommt, also von der Münsterstraße muss man erst hier über den Ostwall und dann hier in die Wesemannstraße. Dort ist die Richtung der Einbahnstraße geändert worden, sodass man da jetzt durchfahren kann bis zur Liebfrauenkirche und dann links in die Langenbergstraße. Über diese Richtung kommt man dann auch rechts in die Südmauer. Da ist allerdings dann an der Ecke Osterpurte ist dann allerdings Schluss, kommt man nicht mehr geradeaus, sondern kann dann wieder rechts über die Südmauer zum Nähkastenparkhaus bzw. wieder raus aus der Stadt. Ja, hier sind wir bei unserer letzten Station. Jeder, der aufgepasst hat, wird sich fragen, wie komme ich denn in den Südwall? Und zwar von hier aus, an der Ecke Casinowall, Südwall, kann man jetzt durchfahren. Das war vorher immer gesperrt, also kommt man von dieser Seite jetzt hier rein und kann dann rausfahren in Richtung Münsterstraße. Ja, das war's. Das waren die wesentlichen Änderungen. Passt gut auf, denn die Einbahnstraßenregelungen in umgekehrter Reihenfolge sind schon wenig gewöhnungsbedürftig. Die Radfahrer halten sich natürlich überhaupt nicht dran, aber so ist es nun mal in Bocholt. Schönes Wochenende, bis dann. Tschüss.